Ich heiße euch herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Mittelerde Mordors Schatten, denn so wie es ausschaut, haben wir nur noch die letzte Mission hier übrig. Und zwar, Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die Schwarze Hand auszuführen. Und das werden wir jetzt auch tun. Die letzte Mission, alles andere mache ich, wie gesagt, wie schon am Anfang erzählt, im Stream. Und deswegen bleibt uns nur noch das übrig jetzt, weil die Häuptlinge gehören uns schon, die Hauptmänner zu 60% circa. Und deswegen machen wir uns jetzt auf die Reise zu dieser Mission und werden einen richtig dicken Bosskampf durchführen. Wobei mir gerade einfällt, haben wir eigentlich schon Saurons Turm getötet? Eigentlich nicht, oder? Also müsste jetzt eigentlich Saurons Hand und Saurons Turm kommen, was ein bisschen zu viel wäre. Also vielleicht kommt ja doch noch mehr, als ich jetzt eigentlich gerade erwarte. Mal schauen. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Shit got real, guys. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Halt die Planke gerade! Hey, nicht anfassen! Königin Marvin. Es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Das werden wir. Jetzt wird's spannend, Leute. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Und wir hier mit unseren Ork-Truppen. Leute, ich bin echt gerade ein bisschen aufgeregt. Sind das meine? Ja, oder? Nee. Urkrum, der Jammerlappen wieder? Ist das jetzt unser Schlachtfeld? Oh ja. Oder Dutte. Dutte ist mein gehasster und trotzdem Lieblingshauptmann mit dabei. Gemeinsam werden wir in die Geschichte eingehen, als die wahrhaftigen Bezwinger der Plage Mordors. Auf unser Schicksal! Erfüllt die Luft mit Uruk-Schein und tränkt den Boden mit Uruk-Flut. Oh mein Gott. Besiege deinen Erzfeind. Alter, hier, meine Häuptlinge, los geht's! Motherfucker! Weg mit euch! Direkt erstmal die Linien ausdünnen hier. Zack! Kriegt der erstmal direkt einen rein hier. Der auch noch, weil wir können jetzt zwei gleichzeitig machen immer, hintereinander. Boom! Und direkt noch ein. Boom! Gefällt mir gut hier. Zack, weg mit euch. Weg mit euch. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Oh, und jetzt geht's los mit meinem Erzfeind. Zack. Oh, lol. Und direkt nochmal. Der weg hier. Stehst im Weg. Und du nochmal.
Au! Meine Häuptlinge kämpfen aber auch nicht ordentlich mit hier. Und er ist tot. Nice. Sehr gut. Urkrumm, der Jammerlappen. Der ist mir so oft auf den Sack gegangen, der Bastard. Sieg! Ich will erstmal kurz die Rune mitnehmen. 76% die Gesundheit vollständig zu regenerieren, wenn die Trefferserie 30 erreicht. Na, dann mal rein da. Finde die schwarze Hand. Haben wir Saurons Turm schon getötet? Fehlt mir jetzt gerade gedanklich irgendein Teil von der Story? Wie geht's denn eigentlich meinen Häuptlingen? Haben noch alle volle Energie. Na gut, nee, der hier hat ein bisschen was abbekommen. Aber ihr habt gut gekämpft, meine Männer. Aber rein da. Sind hier irgendwo welche? Nö. Aber wir gehen hier ganz easy durch die Tür. Klettern gar nicht erst über die Mauern. Die Stille täuscht uns. Ja, ist echt ganz schön still hier. Welche Art von Magie ist das? Schön aufgespießt im Unterleib. Wo sind wir hier eigentlich? Oh, da noch einer aufgespießt. Die armen Menschen. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie auf die Brücke hochkommen, oder? Wir werden mal hier an der Seite hochklettern. So. Tada! Heißt mich herzlich willkommen. Ich habe dich nicht erwartet. Wer bist du denn? Ich hoffe, meine Soldaten hatten dir einen gebührlichen Empfang bereitet. Wo bist du? Zeig dich mir! Dies ist das Land des Throns. Die schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. Wir müssen nämlich erstmal den Turm töten. Doch ich werde dich mit Freuden höchstens. Da ist sein Thron. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Celebrimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Celebrimbor ist dein Fluch. Er hat dich erwähnt. Schrei still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ja, das ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ringmacher. Holy shit. Okay, jetzt geht's los. Leute, jetzt. Was? Was setzt eine Schleiche? Gegen solche Schwäche. Schmerz. Wie soll ich denn eine Schleichaufzerrung gegen den machen? Da ist er. Lol. Kletter nach rechts, Talion.
Okay. Das ist aber doch nicht der Richtige, oder? Und nur? Und da ist er weg. Achso, ich muss das mehrmals machen, okay. Na dann lass den mal suchen hier. Da unten ist er. Du lässt mich kämpfen. Das wäre natürlich krass, wenn der uns gehören würde. Und weg ist er. Boop. Da ist der nächste mal hier. Du sollst dich hochziehen, Talion. Du sollst, Alter, Talion, jetzt get your shit together, Alter. So, noch einmal. Da hinten irgendwo. Das wäre mal von irgendwelchen Erinnerungen geplagt hier. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Gehe zu Ioreth. Die lebt jetzt hier wieder. Also zumindest die Erinnerung. Das ist natürlich unschön. Was ja vor Wege geht, ja. Ach! Die Szene vom Anfang. Oh mein Gott! Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Wow, oh mein Gott! Weg mit dir! Saurons Turm! Boah, Alter, wie er ausrastet! Wie er ausrastet! Alter! Chill mal, Talion! What the fuck? Aha. Nimm mal dein Deutsch mit. Vergiss den mal bitte nicht. Der ist gut. Du sagtest, wir wären verflucht. Der Turm stürzt ein. Du hast mich verraten. Das war Saurons Werk. Das war allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Und da sind sie, meine Häuptlinge. Sind wir zurück? Das fand ich jetzt eigentlich ganz interessant gemacht, um ehrlich zu sein, dass sie jetzt gegen den Turm keinen richtigen Bossfight hatten, sondern eher so einen relativ storykräftigen Erzählungs... Ja, wie soll ich es nennen? Ich fand's gut. Sag mir's einfach mal so. Also haben sie cool gemacht. Ich hätte mich zwar auch über einen neuen Bosskampf gefreut, aber so war es auch ganz cool, dass halt diesen Konflikt zwischen Celebrimbo und Talion mit in die ganze Sache nochmal ein bisschen intensiver einzubauen und nicht wieder in so einen, er hat einen großen Energiebalken, du musst lange draufschlagen, Kampf oder so. Den werden wir jetzt, denke ich mal, mit der schwarzen Hand noch haben. Und das wird, glaube ich, die Hölle. So, wir sind wieder zurück. Herrscher von Mordor, Auftrag abgeschlossen. Nun steht in Flammen. Wir müssen zurück zu Königin Marwyn. Die schwarze Hand war dort. Ich kann es spüren. Lethariel. Ah, okay. Mordor in Flammen. Der Turm sollte uns nur ablenken und die schwarze Hand hat währenddessen die ganzen Menschen hier gekillt oder so. Keine Ahnung. Hinter mir war, glaube ich, auch irgendwo ein Hauptmann, aber auf den scheißen wir jetzt einfach mal. Wir wollen ja hier vorankommen. Weg mit dir. Der andere hat's nicht mal mitbekommen. Warte.
Wir müssen jetzt hier endlich dem Ganzen ein Ende setzen. Die schwarze Hand muss sterben. So, kletter mal hier hoch. Ah, wir gehen jetzt, glaube ich, wieder zur Herrin des Wassers, oder? Oder des Meeres. Ist das hier nicht diese Felsspalte, wo wir jedes Mal hingegangen sind, um sie zu treffen? Okay, hier sind ein paar Orks. Weg mit dir. Lass die Menschen in Ruhe hier. Oh, fuck, ein Uruk. Tot. Tot. Das gefällt mir gut, dass ich jetzt zwei solche Angriffe gleichzeitig machen kann. Also hintereinander, back to back. Boom. So, und weiter geht's. Zur Herrin des Meeres. Mit diesem Auftrag nimmt deine Reise ihr Ende. Solange du ihn abschließt, kannst du von dem Punkt weitermachen, an dem du ihn begonnen hast. Ups. Mordor in Flammen. Du bist nach Nurn zurückgekehrt, um festzustellen, dass die schwarze Hand bereits vor dir da war. Seine Krone. Jetzt kommt das letzte Erinnerungsstück. Lol. Sauron weiß, dass wir hier sind. Lassen wir ihn nicht weiter warten. Alter Schwede. Celebrimbor hat also Sauron verarscht und deswegen musste der die Rüstung tragen. Okay, jetzt wird's episch. Passiert jetzt? Wo sind wir hingeritten? Sind wir jetzt zur schwarzen Hand hingeritten oder zu Sauron?
Weil eigentlich muss er erstmal an die schwarze Hand dran glauben. Ich bin gespannt. Okay, was geht jetzt ab? Stürme das schwarze Tor. Na dann los. Müssen wir da jetzt überhaupt kämpfen oder können wir einfach durchreiten? Wir können eigentlich einfach durchreiten, ne? Wir müssen uns jetzt hier nicht mit diesen Normalo-Orks aufhalten. Fähigkeitspunkte erhalten. Woo! Und da vorne sind meine Häuptlinge. Ach du Scheiße. Gegen andere Häuptlinge. Erste Kralle der Hand. Heißt das, es kommen fünf? Fünf solche Gruppen? Oder oh, sind fünf? Das sind die Krallen. Falls der Hexer Amufa ihre Freiheit gegeben haben, die Freiheit mit ihren Leuten zu sterben. Hast Karagor. Okay, der wird dadurch stärker. Lol. Der auch? Meine Leute werden stärker, weil ich mit Karagor komme. Wie fett ist das denn? Lol, nochmal einer von mir. Ja, nice. Ist das so geplant oder habe ich jetzt einfach nur Glück gehabt? Weg mit euch. Meine Reiterei hier. Zack, rein in den Kampf. Scheiße, mein Cargo ist gleich tot. Wir müssten mal jemanden fressen hier. Zum Beispiel die hier. Hau ab hier. Zack, yam yam yam. Scheiße, der ist echt gleich tot. Das ist uncool. Friss, mein Karagor. Friss. Oh, scheiße, jetzt ist er tot. Weg mit dir. Jetzt müssen wir hier echt diese Typen killen. Wow, der war knapp. Dafür kriegst du einen zurück. Hey, ich wollte killen. Genau. Und du auch. Wir beteiligen uns mal noch nicht an dem Kampf da, oder? Ja, eigentlich schon. Ach, scheiße, vorbeigeballert. Okay. Ah ja, doch, das sind alle Krallen, alle fünf. Ich dachte jetzt, die erste Gruppe hieß die erste Kralle, aber das war nur der, der geredet hat, war die erste Kralle. Oh, man kann den ja nicht mal... Okay, der ist ganz schön übel. Man kann den nicht mal paralysieren. Ich glaube, mit denen hier aufzuhalten, macht auch nicht wirklich Sinn. Und die nächste Kralle, Alter. Meine Häuptlinge sind ja mal eine überkrasse Shit, Alter. Borgut, Alter. Richtig übler Typ. Gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich aus Versehen meine eigenen Leute erwischt. Das ist natürlich nicht der Plan. Ja, der letzte ist hier. Ich habe die besten Häuptlinge ever. Nein, die treffen mich hier, die Schweine. Wir machen mal die Normalos weg. Alter, wie ist ein Niederkloppen? Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Ich guck zu, los! Ich halte die anderen eine Weile ab. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Na gut, dann mach das halt so. Oder muss ich das machen? Ich muss das machen. Der Herrscher selbst wird meinen Tod rächen. Das wirst du noch bereuen. Und Kreis, bam. Hat er abgewehrt? Ah, ne. Und jetzt Kopf ab. Ich frag mich, ob ich jetzt einfach... Wir holen mal ganz fix die ganzen Runen. Ob ich jetzt einfach Glück hatte, dass meine ganzen Häuptlinge was gegen Karagors hatten. Und ich mit dem Karagor komme und die quasi dadurch pushe.
Oder ob das halt so geplant war vom Spiel, dass das passiert. Aber Alter, richtig fetter Shit. Wir nehmen jetzt mal nur die mit. Da vorne liegen zwar auch noch welche, aber die hole ich jetzt nicht extra. Es wird so enden, wie es begann. Mit Alter. Und Flammen, die auf das schwarze Tor fallen. Der Hammer und der Turm sind tot. Sauron ist noch immer schwach. Ohne die Macht des einen Rings oder der des... Wäre es nicht schon fast tot? Kann er keine Gestalt annehmen. Er bleibt in Mordor gefangen. Hier, Bogo, der Starke, Alter, du bist der Beste. Richtig krass, der Typ. Und endlich kann ich sterben. Niemand wird mich rächen. So, und wir klettern jetzt hier mal den ganzen Spaß nach oben. Erklimme das schwarze Tor. Wir nehmen mal fix noch die Pfeile hier mit. Ist ganz schön hoch hier, der Spaß. Da haben wir nochmal Pfeile. Na, bis dahin kletter ich jetzt nicht extra dafür. Da ist er. Ich habe ein Geschenk für dich, Celebrimbor. Die Story ist echt krass. Der dunkle Herrscher gab dir eine zweite Chance, um an seiner Seite zu stehen. Nun bleibt dir keine Wahl. Wir werden im Tod vereinigt sein. So soll es sein. Hä? Oh mein Gott. What the fuck? What? Ich hab X gedrückt. Ich hab X gedrückt. Schlag zu, Talion. Ich kann ihn nicht länger aufhalten. Los, Talion. Dreh dich rum. Oh. Und Fjeck. Oh, Alter. Dreieck. In den Kopf rein. Boah. Haben wir es geschafft? Ja. War es das? Haben wir es geschafft? Talion, mein
Die schwarze Hand Saurons ist tot. Die Ufer dieser Welt rufen uns. Dies ist nicht länger unsere Schlacht. Ich wollte ihn bekämpfen. Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Die schwachen Menschen wieder. Aber bam, wir haben's. Alter, das Game ist ja einfach nur fucking awesome, Alter. Von vorne bis hinten einfach nur Bombe. Ist das geil. Ich hoffe, euch hat's genauso gut gefallen. Da zeigt jetzt nochmal wieder Monolith, wie gut es eigentlich auch sein kann, einfach mal eine neue Marke zu entwickeln, was Neues zu machen. Auch wenn Herr der Ringe zwar eine recht große Fan-Community hinter sich hat, haben die halt was komplett Neues versucht. Nicht so Schema B und A wie alle anderen. Wirklich komplett neu und es war einfach nur brillant, perfekt. Und oh, ich weiß gar nicht, was großartig weiter dazu sagen soll. Das ist einfach so geil. Auch wenn ich mich jetzt am Ende noch über einen schönen, dicken Boss-Fight gefreut hätte, den gab es jetzt nicht. Das war jetzt alles mehr eher sehr kräftig storylastig, aber das war trotzdem grandios. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Und ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Projekt wieder dabei, was jetzt noch gar nicht feststeht, was ich noch gar nicht weiß, was ich machen werde. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ach so, was ich noch kurz sagen muss. Ich finde es ganz schön gut getimed von mir, weil die Folge ist genau circa eine halbe Stunde lang, wie alle anderen Folgen davor auch, Alter. Ich habe das ja mal brillant gemacht, richtig. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye und ciao.